Ja, hallo Leute, wie geht es euch? Wir sind heute hier bei Tropico 5 und ich möchte euch einfach mal mitnehmen, hier eine Runde spielen. Wir spielen im Sandkastenmodus. Ich erstelle jetzt gerade mal eine neue Familie. Madrigal soll sie heißen. Ja, ich lade euch herzlich dazu ein. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich bin euer Captain Crunch. Wir erstellen jetzt erstmal unser erstes Familienmitglied und schlagen uns dann durch die Kolonialzeit. Ja, was könnt ihr bei diesem kleinen Let's Play erwarten? Wir spielen so lange, bis wir keine Lust mehr haben. Ich würde euch ganz gerne ein bisschen mit einbeziehen und hoffen, dass ihr auch freudig in die Kommentare schreibt. Das Spiel lädt jetzt hier gerade noch. Wer wird denn unser erstes Mitglied dieser Familie? Alonso Madrigal. Ah, vielleicht noch einen anderen Namen aussuchen. Adolfo, Alberto, Alejandro. Ja, also ich habe Tropico 5 in den letzten Tagen mal ein bisschen angespielt, getestet. Mir gefällt das Ganze bisher ziemlich gut. Ist ein sehr lustiges Spiel. Das Spiel nimmt sich auch nicht allzu ernst. Macht wirklich Spaß, hat einen schönen sarkastischen Humor. Ja, genauso werde ich das auch versuchen zu spielen. Ich werde zwischendurch auch mal den einen oder anderen Witz auf Kosten irgendeiner Nation reißen. Zumindest werde ich es versuchen. Ja, also wenn ihr so super Moralaposteln seid, dann wird das Ganze wahrscheinlich nichts für euch sein. Alle anderen werden sich wahrscheinlich sehr über dieses Spiel freuen. Ja. Ich glaube, Alfonso hat mir am besten gefallen von seinem ersten Charakter. Und Alfredo. Ah, nehmen wir mal Alfonso. Fertigkeit noch aussuchen eben. Altruist gefällt mir ganz gut. Asiatisch, naja. Müssen jetzt nicht so ein Kim Jong machen. Ah, nehmen wir doch mal hier so ein Latino. Also, ich finde es schon ganz gut, dass man sich hier auch so seine eigene Figur etwas detaillierter erstellen kann. Ist natürlich nicht so detailliert wie in anderen Spielen. Aber trotzdem, ganz nette Idee. Was nehmen wir jetzt für ein Kostüm? Ah, komm hier. Schöne Paradeuniform. Wissen auch alle, dass unser Alfonso der Big Boss ist. So, jetzt noch eine schöne Frisur. Ah, das ist doch mal eine Frisur für unseren Alfonso. Schöne dunkle Haare gibt es jetzt noch dazu. Hut gibt es nicht. Aber ich möchte ihm eine schöne Zigarre geben. So ist es perfekt. Ja, ich habe auch schon die Zigarre an. Ihr habt jetzt noch ein bisschen Zeit, euch eure auch anzustecken. Rumglas steht natürlich auch schon bereit auf unser neues Tropico. Ah, feinster Rum. So, auf geht's. Wir können uns jetzt eine Insel aussuchen, beziehungsweise eine Karte. Ich habe bisher nur das Tutorial gespielt und die Kampagne ein bisschen angezockt. Wenn ihr Lust habt, dann können wir später auch zusammen nochmal in die Kampagne schauen und die zusammenspielen. Aber bis dahin spielen wir erstmal hier weiter. Vielleicht kann man ja auch beides parallel laufen lassen. Also, ich weiß bisher noch nicht so viel von den Karten. Die Karte hier, die spielt man in der Campania zum Beispiel. Ich würde aber gerne eine etwas andere Karte austesten. Zum Beispiel diese hier sieht sehr gut aus. Mal sehen, was uns da erwartet. Wir können uns hier ein Startzeitalter aussuchen. Es gibt 4 Stück. Wir starten natürlich in der Kolonialzeit und arbeiten uns dann hoch. Startkapital passt mir auch ganz gut so. Naturkatastrophen können wir auf
Ja, ich will es mal lieber auf selten lassen. Ich mache das Spiel hier erstmal auf endlos. Wie gesagt, wir spielen bis keiner mehr zuguckt oder ich keine Lust mehr habe, je nachdem. Und ja, dann geht es auch schon los. Willkommen auf unserer kleinen Insel. Also ich muss dazu sagen, ich habe noch nie vorher ein Tropico-Teil gespielt. Mir hat das Konzept aber immer schon sehr gut gefallen. Und dann habe ich mir jetzt einfach mal bei diesem Tropico gedacht, komm, versuchen wir das doch mal. Und ich bin bisher echt sehr zufrieden damit. Der ernste Unterhosenengpass hat den Feldzug seiner Majestät ins Stocken gebracht. Wie sollen unsere Soldaten ohne warme Hintern sowohl den Nord- als auch den Südpol erobern? Ja, daran hat man schon gesehen, wie ernst sich das Spiel teilweise nimmt. Wir sollen jetzt hier eine Lama-Farm bauen. Kann man dann gucken, wo die am besten gebaut werden können. Wir bauen die mal direkt hier hin. Ach, hier haben wir auch noch was. Die Silberplakette hat mir bisher immer gereicht. Ja, die Insel ist relativ groß. Ich war auch in der Kampagne jetzt bisher noch nicht so weit, dass ich die ganze Insel aufgebraucht habe. Ja. Aber ich muss sagen, auch die Kampagne macht viel Spaß. Ich möchte gerne noch eine Tabakplantage haben. Ich meine, unsere Insel, die muss ja irgendwann mal Zigarren herstellen können. Deswegen wir auch später noch Zuckerrohr brauchen. Nicht für die Zigarren, aber für den Rum. Ich sehe auch schon, wir haben hier ein erstes Bergwerk. Kohle. Das könnte uns nützlich werden. Ja, genau, man muss erstmal alles noch erforschen, wie man hier sehen kann. Was machen wir da? Das Bergwerk. Ich ziehe das jetzt alles schon mal hier rein. Bevor wir richtig anfangen können mit dem Forschen, müssen wir allerdings als erstes noch eine Bibliothek bauen. Ich muss ja sagen, ich mag einfach diesen sarkastischen Humor besonders bisher bei Tropico. Ansonsten gefällt mir auch, es ist ein schönes Aufbauspiel, sehr abwechslungsreich. Mal eben das Spiel speichern. Das Spiel, das zwingt einen quasi dazu, zwischendurch mal umzustrukturieren, die Wirtschaft zu ändern. Ich habe jetzt bisher nur zwei Zeitalter gespielt. Also ich weiß nicht, wie es später wird, aber die Aufgaben, die bekommt man ja auch teilweise dann hier im Singleplayer, wie ihr gerade schon gesehen habt. Da leuchten dann auch diese Ausrufezeichen auf und fordern euch auf, irgendetwas zu tun. Das Spiel ist ziemlich Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des Königreichs zu überreichen. Ja, sehr schön. Nehmen wir doch den Staatskassenzuschuss, den können wir besonders gebrauchen am Anfang hier. Unser Transport- und Baubüro, das kriegt gleich mal ein bisschen mehr Budget. Ich habe noch nicht verstanden, wie alles genau funktioniert. Muss aber sagen, es ist, wie jedes Aufbauspiel, hat es so seine anspruchsvollen Bereiche. Ich habe es jetzt bisher auch noch nicht gepatcht, also ist noch die allererste Tropico-Version hier. Ah, hier haben wir noch ein Bergwerk, Bauxit. Da haben wir noch eins. Eisen ist schon mal ziemlich gut. Wir können natürlich, weil wir hier der große Diktator sind, die Zeit kontrollieren. Und alles damit anstellen. Das wird in der Tutorial-Version Mission nochmal ziemlich lustig erklärt. Wir können Arbeiter uns aussuchen und auch Manager einstellen. Die haben dann bestimmte Effekte auf das ganze Geschehen. Technischer Fortschritt ist ein Weg zur Autonomie, Gouverneur.
Wir brauchen. Die Bibliothek möchte ich ja sowieso bauen. Das war jetzt, wer mich schnell genug geguckt hat, das war so die Inhalt des Textes. Da hat man jetzt auch nochmal gesehen, es gibt verschiedene Personen, die uns Aufgaben geben. Wer sich jetzt gerade wundert, dass es nicht so super high-end aussieht, ich spiele auf mittleren Einstellungen. Das werde ich später wahrscheinlich nochmal umstellen, aber ich spiele momentan noch auf dem alten PC und da läuft es einfach so wesentlich flüssiger. So, und unsere Bibliothek ist jetzt auch fertig. Wir können uns einmal Gastarbeiter einladen. Man kann auch noch Verbesserungen freischalten. Wieso braucht man Gastarbeiter? Naja, wir sind gerade erst hier der Diktator geworden, der Big Boss. Hier gibt es leider noch nicht allzu viele Menschen auf unserer Insel, aber das wollen wir ja ändern. Holen uns noch ein paar mehr dazu. Wir haben hier einen schönen Almanach. Da kann man nachlesen, wie es um die Zufriedenheit steht und andere Sachen. Wir haben zum Beispiel noch kein Religionsgebäude, auch noch kein Krankenhaus und ähnliches. Wir sehen dann auch, wie viele Leute jährlich durch verschiedene Todesursachen sterben. Ja, also auch für mich gibt es hier noch ein paar Sachen zu entdecken. Es gibt auch Verordnungen, die wir veranlassen können und auch eine Verfassung, die wir später in der nächsten Zeit dann gestalten können. Da würde ich mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren schreibt, was für eine Diktatur wir denn hier auf Tropico werden sollen, die Familie Madrigal. Ich bin mal gespannt, wann wir das erste neue Familienmitglied dazu kriegen. Hier sieht man noch so ein bisschen so den Nebel des Krieges, wie das aus anderen Spielen bekannt ist. Ich persönlich spiele ziemlich gerne Aufbauspiele, muss ich sagen. Und bin eigentlich früher mit Siedler habe ich angefangen, dann Age of Empires sowas, Empire Earth. Hat mir immer wieder Spaß gemacht. Ich habe mir auch in den letzten Jahren zwischendurch mal die neuen Siedlerteile geholt, habe da reingeguckt. Um das jetzt mal zu zeigen, man kann hier dann auch die Leute anklicken, die töten lassen und ähnliches, kostet natürlich diverses Geld. Ich beschleunige das Ganze jetzt mal hier, da kommt das erste Schiff. Das wird uns die drei Gastarbeiter bringen, damit wir endlich anfangen können zu forschen. Und dann geht es auch schon rasant auf. Der Feldzug seiner Majestät verläuft schlecht. Mit ihren feschen Kills breiten sich die Schotten ungestört in Polen aus. Wir brauchen auf der Stelle mehr Unterhosen. Ja, jetzt wollen sie auch noch Wolle haben. Ich weiß schon ganz genau, wieso ich mich hier als Diktator abgesetzt habe. Wisst ihr, der König meint einfach so über alle regieren zu können. Das möchte ich auch. Wo wir wieder bei der Frage werden, was für eine Diktatur soll das hier werden? Es gibt dann später so Einstellungen, wer zum Beispiel wählen gehen darf. Also ich finde ja, nur bestimmte Leute sollten wählen gehen, sollten hier auf gar keinen Fall allen erlauben, wählen zu gehen. Also so ein Land wollen wir gar nicht werden. Kümmern wir uns jetzt erstmal hier um die Wolle. Machen wir am besten Lama Farm. Kommt hier hin. Haben wir jetzt zwei Stück von. Unser Suchkommando. Dann sollte das mit der Wolle sehr schnell hinhauen. Hat die Schaufel gefunden. 40 Stück. Wenn ich herausfinde, wer sie dort versteckt hat, bringe ich ihn um. Ich gab sie den Bergarbeitern, damit sie sie an einen sicheren Ort bringen können. Ja, wir haben jetzt das Bergwerk freigeschaltet. Das ist schon mal ziemlich nützlich. Das bringt uns gute Einnahmen. Machen wir gleich mal zwei Stück von. Die sind immer an die Straßenanbindung. Die werden dann auch, wenn man in die neuen Epochen geht, etwas moderner. Und. Ich würde gerne hier noch ein bisschen weiter bauen, damit ich hier dann ein Holzfällerlager reinbauen kann. Dann hoffe ich, machen wir jetzt auch bald. Die Revolution kämpft für die Freiheit. Und nur wenige Menschen sind so frei wie die Piraten. Wir sollten uns mit ihnen anfreunden und von ihnen lernen. Ja, dann bauen wir gleich auch mal eine Taverne.
Und ich hoffe, wir kommen so langsam nach und nach rein. Würde mich auch über Kommentare freuen. Ja, ich würde sagen, beim nächsten Mal geht es dann mit der Taverne weiter. Ich möchte gerne, dass die Let's Plays immer so um die 15 Minuten gehen, wenn euch das auch passt. Schreibt es einfach in die Kommentare, schreibt generell in die Kommentare, was ihr von diesem Spiel haltet, was ihr denkt, was wir hier auf dieser Insel alles anstellen sollen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen Dank.